Macht die Fenster zu, holt die Kinder von der Straße, Vorsicht, die Ausländer kommen. So, und wirklich so, ist die Reaktion bei manchen Berlinern, wenn in der Nachbarschaft eine Unterkunft für Flüchtlinge gebaut wird. Nun passiert das ja derzeit häufiger, denn aus den vielen Krisenregionen kommen immer mehr Menschen, die vertrieben wurden. Also wird gebaut, etwa an der Sohrstraße. Da sollte nun eine Informationsveranstaltung die Wogen in der Nachbarschaft etwas glätten. Zunächst aber sind die eher hochgeschlagen. Raum 218 quillt über. Die 250 vorbereiteten Plätze reichen lange nicht. Seit 3 Wochen warten die Anwohner auf dieses Treffen. Sozialstadtrat Engelmann hat das Flüchtlingsheim genehmigt. Der erste Ärger des Abends gilt seiner Partei. Herr Grüner, darf ich Ihnen Ihren Kugelschreiber zurückgeben? Den hatten Sie mir vor einigen Jahren mal geschenkt, weil ich ein alter CDU-Wähler bin. Aber der bin ich jetzt nicht mehr. Das alte Hauptzollamt in der Charlottenburger Sohrstraße. Viel Grün, gepflegte Wohnanlage am Rande des Villenviertels Westend. 270 Kriegsflüchtlinge sollen hierher kommen, vor allem aus Syrien oder Afghanistan. 60 sind schon da. Es musste schnell gehen. Das alte Zollamt wird im Eilverfahren umgebaut. Gegner und Befürworter starten die Diskussion darüber hitzig. Die Informationen von der politischen Seite, die dafür verantwortlich sind, haben uns überhaupt nicht informiert. Gar keinen. Mich hat auch überhaupt niemand informiert, als BMW gebaut hat. Da wurde ich auch nicht gefragt. Wir leben in einer Demokratie, wir leben in einem Land, das ein Asylrecht hat. Das bedeutet, dass diese Leute irgendwo hin müssen. Wo sollen sie Ihrer Meinung nach hin? Ich glaube, viele Anwohner, die vielleicht jetzt auch nicht da sind, weil sie zu alt sind, haben einfach Angst vor der Überfremdung Berlins. Ich gebe gerne ab, aber ich gebe freiwillig ab. Und nicht, wenn Sinti und Roma bei uns durch die Fenster steigen bei Nacht und Nebel. Die Stimmung kippt. Die Befürworter des Flüchtlingsheims werden immer lauter. Ich finde es erschreckend, dass sie per se allen Flüchtlingen kriminelles Verhalten unterstellen. Wenn sie Hilfe brauchen bei der Unterstützung bei Familien mit kleinen Kindern, sie sind herzlich willkommen in unserem Bezirk. Ein Tag der offenen Tür im Juli, ein Anwohnerbeirat, regelmäßige Treffen. Der Tatendrang scheint die Ablehnung zu überwiegen. Na, ich bin froh, dass es noch so gut ausgegangen ist. Am Anfang war ich ein bisschen erschrocken über die schroffe Haltung mancher Anwohner. Und am Ende, finde ich, hat sich es aber sehr positiv entwickelt. Und von daher bin ich guter Hoffnung, dass das hier alles gut werden wird. Also ich fand es sehr, sehr schön, ja, sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, man hat mal eine andere Ansichten gehört, nicht nur mal von den Freunden oder von Bekannten, sondern mal ganz anders. Ich fand das ganz herrlich. Hat sich denn bei Ihnen was geändert in Ihrer Ansicht? Wie? Hatten Sie denn davor schon eine Meinung zu diesem Heim hier? Natürlich. Weg damit. Ganz klar. Und ist heute noch so. Der Infoabend, allenfalls der erste Schritt für eine Annäherung in der Sohrstraße.